meine Lieben, hier ist wieder eure Hegelinchen. So, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr seht, habe ich ein neues Spiel mitgebracht. Und zwar Two Point Hospital. Aber vorweg muss ich euch noch sagen, der Hegel hatte ja eigentlich auch vorgehabt, euch heute ein neues Spiel zu zeigen. Aber leider Gottes liegt er flach mit Grippe im Bett. Und da muss ich euch leider vertrösten, das wird vorerst nichts. Aber dafür gebe ich mir die größte Mühe, dass ich euch umso mehr zeige von diesem und von, also von diesem Spiel und vielleicht von die Sims. Mal schauen. So, aber vorerst möchte ich dieses Spiel anfangen. Da habe ich mich schon so drauf gefreut. Das ist der, ja, Nachfolger von Sim Hospital. Ich weiß ja nicht, einige von euch werden es bestimmt schon kennen. Das ist auch so eine Art Krankenhausspiel. Ach, nicht so eine Art, ist ein Krankenhausspiel. Da muss man sein eigenes Krankenhaus managen. Und ja, das hat mir damals schon richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt so neu aufgemacht, ist es bestimmt auch richtig gut. Ich habe es noch nicht angespielt. Also ich bin auch, gehe da auch komplett neu ran mit euch. Ich dachte mir, machen wir das zusammen mal Step by Step. Und dann gucken wir mal, würde ich sagen, starten wir mal direkt los. Nicht wundern, ich habe die Musik ausgemacht. Wie bei jedem Spiel sicherheitshalber. Man kann ja nie wissen. Also, dann auf geht's. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Jest infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. Ja, das war doch schon mal ganz lustig, oder? Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Okay, weiter geht's. So, willkommen im Two Point County. Ich bin Albert Frank und werde auf dieser Reise dein verlässiger, was auch immer sein. Das hier ist Hogsport, wo dein erstes Krankenhaus steht. Klicke es an, um anzufangen. Boah. Hier beginnt deine Karriere als Krankenhausleiter. Lerne die Grundlagen in deinem ersten Krankenhaus. So, würde ich sagen, gucken wir mal direkt. Krankenhaus von Two Point. Willkommen im Two Point County. Bereit, dein erstes Krankenhaus zu bauen und ein paar Patienten zu heilen, aber sowas von. Im Krankenhaus umsehen, also ist jetzt, denke ich mal, das erste Level, so kleines Tutorial, um mit der Steuerung klar zu kommen. So, also, wahrscheinlich willst du dich erst ein umsehen. So bewegst du dich, halte die rechte Maus zurück und zu und ziehe. Bewege den Mauszeiger zum Bildschirmrand, nutze die ASD. So. Das ist eine ganz einfache Steuerung. Ganz außer der Länder zu verkippen. Ganz einfach. Sieht man auch schon Fortschritt so weit. Schon mal einfach. Aufnahme. Das kann man auch. Erst eine Aufnahme. Dann können sich die anmelden, wenn sie Krankenhaus. Also Faxschalter in der Nähe des Eingangs. Alles klar, machen wir doch. Klicke auf das Objektfeld und wähle Aufnahme. So, ein Objekt drehen. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus nach links oder rechts oder nutze die Tasten Y und X. Nach rein links klicken,
Objekt ablegen. Einen Rechtsklick. Ein Linksklick. Kann man empfangen. Das geht auch fix. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Mitarbeiter. So, wir brauchen einen Assistenten für den Empfang. Stellen wir gleich einen ein. Klicke auf das Feld Einstellen und wähle Assistenten aus, um dir die Bewerber anzusehen. Alles klar. So, einstellen und... Ach, guck mal, Ärzte, Krankenpfleger, Hausmeister, Assistenten, die wollen wir. Was haben wir denn da? Einmal die Agnes, Glück, Tobi, Katzmünz und... Please don't unplug any vital hospital equipment. Ja. Habe ich schon Empfangsdamo spricht schon, obwohl noch nicht mehr jemand eingestellt ist. Mein Nett. So, Empfangsdame nehmen wir. Dame, ja, Arbeitszeugnis, Energie geladen, charmant, motiviert, hält alles für verdächtig. Gut. Aber. Seht euch das mal an. Schön. Oh, Arztpraxis. Toll. Bevor wir offiziell die Türen öffnen, brauchen wir eine Arztpraxis. Patienten werden in jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Der Allgemeinmediziner untersucht Patienten und entscheidet, ob sie zur Behandlung oder zur weiteren Diagnose geschickt werden. Brauchen wir jetzt eine Arztpraxis. Meine Güte, deutsche Sprache, schwere Sprache. Um ein Zimmer zu bauen, klicke auf das Zimmerfeld und wähle einen Eintrag aus der Liste aus. Wenn du ein Zimmer ausgewählt hast, zeichne einen Grundriss mit der erforderlichen Größe. Platziere dann die erforderlichen Objekte im Zimmer. Gut. Machen wir die doch mal direkt auf der Seite hin. So, das ist blau. Natürlich direkt passende Größe oder Minimalgröße dafür. Wenn ich jetzt fertig bin, ist das eine Häkchen. Okay. Zack. Oh. Dr. Wurm. Ausgezeichnet. Wir brauchen jetzt einen Arzt für die Arztpraxis. Stelle jetzt einen ein. Also wahrscheinlich einstellen und auch Ärzte. Was? Ach, da seht ihr die Fähigkeiten von den Ärzten. So. A. Beatrice Hengst. Und Manik. Aber ich würde sagen, wir nehmen den Stopp am meisten. Those unable to find the hospital will not be considered patients. Krankenhaus eröffnet. Gute Neuigkeiten. Unser Krankenhaus ist nun eröffnet. Die ersten Patienten kommen. Nach der Anmeldung an der Aufnahme werden sie zum Allgemeinmediziner geschickt, um sich diagnostizieren zu lassen. Alles klar. Zum Hand oder Wechseln das Mausrad und die Ansicht horizontal zu drehen. Halte das Mausrad gedrückt und bewege die Maus nach links oder rechts. Um die Ansicht vertikal zu drehen, halte das Mausrad gedrückt und bewege die Maus nach oben oder unten. Ah. Ach, geht mal da nicht rein. Hä? Das ist endet. So. Letzte Aufgabe, eine Diagnose erstellen. Okay. You're listening to Nigel Bickleworth. On 2-Point Radio. Welcome back to your favorite radio station with the vastly overqualified Sir Nigel Bickleworth.
I'm here to inform, to entertain, and to bring some small measure of sophistication to your drab little lives. Should any of you have any requests for popular tunes, as I believe people like to call them, do not hesitate to repress that impulse. I have no intention of playing any of that drivel. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gehört habt, aber mir hat da gerade jemand aufs Ohr gesprochen, ich glaube aus dem Radio. Muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie ausstellen kann. So, Nachrichten. Wir haben unseren ersten Patienten diagnostiziert. Der Allgemeinmedizin hat dir eine Nachricht geschickt. Schau in der Nachrichtenliste unten rechts nach. Wir werden wohl eine Apotheke bauen müssen, um den Patienten zu behandeln. Sehr schön. Also auch den kleinen Brief und dann kriegen wir natürlich die Nachrichten jetzt von dem Doktor. Und hier steht, eine Apotheke benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, die Mörteln oder Mörteln. Die Mörtelansteckung erfolgt meist im Badezimmer. Glücklicherweise ist moderne Medizin bei der Behandlung sehr effektiv. In früheren Tagen musste der Befall unter Schmerzen herausgekratzt werden. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt, eine Apotheke. Die Konstruktion wird $7,600 kosten. Was möchten Sie tun? Da müssen wir natürlich auch jemanden einstellen. Jetzt rein. Ein Krankenpfleger. Ach, seht da oben rechts. Nurse to the pharmacy. Langsam, so nach und nach. Und hier drin, oder weil jetzt kann man ja auch Bänke, ja, hier kann man Bänke bauen. Unseren ersten Patienten geheilt. Wir haben etwas Geld verdient und den Ruf des Krankenhauses verbessert. Dadurch werden wir neue Patienten gewinnen. Wenn ein Arzt oder ein Krankenpfleger einen Patienten behandelt, beeinflussen deren Fähigkeiten die Erfolgsaussichten. Bestimmte Krankheiten sind schwieriger zu behandeln als andere. Diagnostiziere und behandle weiterhin Patienten, damit wir genug Geld verdienen, um das Krankenhaus ausbauen zu können. Staff Announcement! We just cured our very first patient! Hausmeister und Instandhaltung. Wir haben jetzt ein paar ziemlich teure Maschinen. Du solltest dir über die Instandhaltung Gedanken machen. Der Zustand von Maschinen verschlechtert sich mit der Nutzung, also müssen sie von Zeit zu Zeit gewartet werden. Verwahrloste Maschinen können ein Feuerrisiko sein. Feuer gelten gemeinhin als schlecht fürs Geschäft. Stelle einen Hausmeister ein, damit die Maschinen gewartet werden. Sorge dabei auch gleich dafür, dass überall Feuerlöscher aufgestellt sind. Vorsicht ist besser als Nachsicht, stimmt? Jawohl. Holistics is apparently going to open another of its nature communes for sick people with more sense than money.
Fortunately, I have equal amounts of sense and money. Bei Laune halten. Die Zufriedenheit von Personal und Patienten ist für einen reibungslosen Krankenhausbetrieb wichtig. Patienten werden mit zunehmender Zeit gelangweilt, durstig und hungrig. Sorge dafür, dass sie Zugang zu Unterhaltungsmöglichkeiten, Essen und Getränken haben und bequem sitzen können, solange sie auf Termine warten. Wenn sie unzufrieden werden, gehen sie in ein anderes Krankenhaus. Das ist ja klar. Jetzt müssen wir ein paar Sachen bauen. Einmal einen Broschürenständer. So, der kommt mal hier direkt zum Empfang. Dann ein Getränkeautomat. Und daneben direkt ein Snackautomat. So, Objektsteuerung, das haben wir ja. Ja. So, weiter geht's mit dem Punkt Personalenergie und Pausen. Die Arbeit ermüdet deine Mitarbeiter, sodass sie früher oder später eine Pause machen müssen. Ein Pausenzimmer hilft ihnen, sich zu erholen und dann mit neuer Kraft weiterzuarbeiten. Auch Getränke und Snacks sorgen für zufriedenes Personal. Wenn du ein Zimmer vergrößerst und es mit interessanten Objekten füllst, gilt es als prestigeträchtiger. Menschen, die ein solches Zimmer benutzen, werden zufriedener. Ein schönes Pausenzimmer hilft deinen Mitarbeitern, sich schneller zu erholen. Alles klar, bauen wir doch mal direkt so ein Pausenzimmer. Leute, hier ist euer Liebe. Sorry, das hat mich gekürzt. Pass auf rein. Ciao. Aber auch Krankenhaus. Außerdem weiß ich noch nicht, ob das Krankenhaus ist. Ich glaube, der Besucher hat den Tipp. Ja, so viel zu Hegels Meinung. So, das Pausenzimmer. Wie der Name schon nahelegt, suchen Mitarbeiter das Pausenzimmer auf, wenn sie Pause machen. Füllen wir das Zimmer mit interessanter Ausstattung, damit sie sich vollständig erholen können, bevor ihre Pause vorüber ist. Hinweis: Du kannst einen Mitarbeiter im Pausenzimmer platzieren, damit er eine Pause macht, oder in einem Arbeitszimmer, um ihn dort arbeiten zu lassen. Um einen Mitarbeiter aufzuheben, halte den Mauszeiger auf ihn und halte die linke Maustaste gerückt. Okay. Gut, jetzt kann ich ihn nicht mehr absetzen, jetzt fliegt er halt hier so durch die Gegend. Ein Job für Krause. Getränke und Snacks sind ein tolles Mittel, um Patienten bei Laune zu halten. Aber wenn keine Mülleimer in der Nähe sind, kann das Krankenhaus bald voller Abfälle sein. Da wir gerade beim Thema sind, Personal und Patienten können schnell mürrisch werden, wenn keine Toiletten vorhanden sind. Du solltest vielleicht in hochwertiges Porzellan investieren. Hausmeister erfüllen folgende Instandhaltungsaufgaben. Hausautomaten nachfüllen, kehren, Mülleimer leeren und Toiletten entstopfen. Ja. Der Arzt kann ja das mit Pause machen und dann bauen wir doch mal direkt eine Toilette. Direkt mal hier am Anfang, würde ich sagen. Wenn die Leute reinkommen, direkt mal auf die Toilette gehen. So, ein Waschbecken. Einmal bei Doctor's GP's Office.
dann haben wir das auch schon. Oh, Zimmer abbrechen. Nein. Das ist natürlich auch fertig. Weitere Diagnosen. Wir haben Berichte über neue Krankheiten in der Stadt erhalten. Sie könnten schwieriger zu diagnostizieren sein. Wir müssen vielleicht ein neues Diagnosezimmer bauen. Wenn sich ein Allgemeinmediziner nicht sicher ist, wird er einen Patienten für weitere Diagnosen überweisen. Gut, ich wollte jetzt erstmal hier... Genau. So, allgemeine Diagnose bauen wir dann jetzt mal. Die Krankenhausstufen. Wir lassen ja nicht mehr weiterarbeiten hier. Also wirklich. Wenn du das Krankenhaus und neue Zimmer erweiterst und zusätzliches Personal einstellst, erhöht sich die Krankenhausstufe. Ein größeres Krankenhaus zieht mehr Patienten an. Wenn das Krankenhaus stärker ausgelastet ist, kann es zu längeren Warteschlangen kommen. Wir müssen mehr Arztpraxen und andere Zimmer bauen und mehr Personal einstellen, um die Belastung durch zusätzliche Patienten zu bewältigen. Achte auf Warteschlangenwarnungen über den Zimmern. Du kannst auch mit der Maus über ein Zimmer fahren, um zu sehen, wie viele Patienten dort warten. Alles klar, noch ist es übersichtlich. So, ich wollte aber jetzt eigentlich das neue... Ach. Diagnosezimmer bauen. So, einmal die Diagnose da rein. Eine Tür. Mülleimer kommt noch rein, der Feuerlöscher ist auch mit. Ich. So, dann passt. Dann muss da jetzt noch einmal ein netter Schöpfer rein. Nehmen wir den Schachbrotbild. Der ist schon mal gearbeitet, langsam und beschäftigt. Auch mal was. Warum geht er denn jetzt raus? Ich kann hier nicht arbeiten. Hä? Warum denn nicht? Warning. This is a general warning. Patienten und Krankheiten. Nutze die Personal-, Patienten- und Krankheitenlisten, um die Menschen in deinem Krankenhaus im Auge zu haben und zu managen. Finde Mitarbeiter und Patienten schnell und spring dann zu ihrer Position im Krankenhaus. Ja, das habe ich jetzt vor. Personalliste. Nutze die Personalliste, um Personen schnell auf Basis ihres Berufs, ihrer Kompetenz und ihrer Ausbildung zu finden. Prüfe, was jede Person aktuell macht und behalte ihre Zufriedenheit und Energie im Auge. Klicke auf eine Person in der Liste, um zu ihr zu gelangen. Nutze die Filter, um jede Art Mitarbeiter besonders anzusehen. Entschuldigung. Klicke auf die Pfeile neben jeder Spaltenüberschrift, um die Liste nach dieser Spalte zu sortieren. Mit dem Feld Gehalt prüfen kannst du Gehälter und Gehaltszufriedenheit für jeden Mitarbeiter untersuchen. Mit dem Feld Aufgabenzuweisung kannst du bestimmen, welche Aufgaben jeder Mitarbeiter. Ja, gut. Oh, ich war jetzt gerade hier bei. Ich sehe gerade nämlich nicht, warum der nicht da arbeiten. Kann ich denn jetzt rausfinden, ob der da arbeitet? Eilmeldung. Eine seltsame neue Krankheit ist...
ausgerufen. Helles Köpfchen. Wir werden teure neue Ausrüstung, um fertig zu werden. Weil wir den Krankenhaus sind, um das Behandlungsfall zu schalten. Wir werden vermutlich eine Arztpraxis und zusätzliches Personal brauchen, um alles im Griff zu machen. Ja, soll ich das wenn ich nicht mit dir brauchen wir Ärzte. Ja, was ist das? Please clean up after yourself and others. Das ist Diagnostik und das ist Allgemeinmedizin. Gucken wir mal in meinem Personal. Diagnostik haben sie beide, aber warum können die Ärzte dann da nicht arbeiten? Allgemeine Diagnostik kann hier nicht arbeiten. Okay. Weiter, Mister. Wann kann die eine Dame da arbeiten? Hat genau dasselbe wie die anderen auch, aber na gut. Auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine Arztpraxis bauen. Noch einen zusätzlichen Krankenhaus einstellen. Dann haben wir die Aufgabe auch schon mal geschafft. Staffer reminded not to be stressed. So, neue Krankheit entdeckt. WC-Warze. Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Die WC-Warze. Diese eklige Hautkrankheit wird durch schmutzige Toiletten verursacht. Sie kann durch einen teuren Medikamentenkopf in der Apotheke geheilt werden. Und Texerei. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierhin schicken. So. Ich brauche eine Station. Habe ich jetzt eine Station? Und dafür müssen wir bestimmt eine Schwester einbauen. In Stationen können Diagnosen erstellt und verschiedene Krankheiten behandelt werden.
Aufnahmebetreuung und Entlassung der Patienten nach erfolgreicher Behandlung erfordert einen Krankenpfleger. Ich statte eine Station mit mehreren Betten aus, um mehr als einen Patienten gleichzeitig behandeln zu können. Du kannst in den Zimmereinstellungen auch festlegen, wie viele Krankenpfleger hier arbeiten sollen. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn du viele Patienten hast. Gut. Wir haben ja schon einen Pfleger irgendwo. Da läuft er. Ich denke mal, der geht jetzt direkt dahin. Was auch immer, läuft gerade mal so rum. Okay. Pharmacy calling nurse. Wie ihr jetzt so langsam seht, die Leute sind ein bisschen erschöpft, meine Ärzte heute. Deswegen machen die teilweise jetzt Pause und rennen dann da einfach so rum. Ein bisschen im Auge behalten. We now bring you this segment, Sir Nigel Reviews. Today I take a look at the new fine dining establishment, Le Soufflé Triste. And what a delight for the experienced palate this is. The scrambled emu eggs on pickled toast are particularly good. I give it 4 salt shakers. Wir haben schon wieder eine neue Krankheit entdeckt. Die Erleuchtungsklinik wird dafür benötigt, für das helle Köpfchen. An Erleuchtung leidende Patienten erkennt man vor allem an ihrer Ausstrahlung. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Entleuchtungsklinik. Ja, der soll doch mal warten, würde ich sagen. Bauen wir das Zimmer doch mal. If you smell something suspicious, please fill out form 37B. Ich verstehe nicht, warum hier so das denn nicht geht. Eine Arbeit. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, fürs Erste war's das dann jetzt erstmal. Natürlich machen wir nachher direkt weiter in der nächsten Folge an dieser Stelle.
Und ja, ich hoffe, dass es euch bis hierher gefallen hat, auch wenn ich jetzt gerade erst nicht so ganz klar gekommen bin. Das wird sich auch noch alles ändern. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge und verabschiede mich dann. Bis dann. Tschüss.